Liebe Studierende, wir gehen wie ausgemacht rein ins allgemeine lineare Modell, was gleichzeitig aber auch einer Wiederholung gleichkommen wird. Wir befinden uns momentan relativ früh in unserem Programm, beziehungsweise ganz am Anfang. Wir hatten jetzt, wenn Sie dieses Video dann sehen, bekommen, zwar einmal live zusammen ein bisschen gearbeitet und ich hatte wirklich versucht, ganz kursorisch ein paar Sachen aus der Grundausbildung Statistik wieder wachzurufen. Aber wir sind nach wie vor auch in dieser Sitzung noch dabei, uns auf denselben Stand zu bringen. Und dass es also eine gewisse Wiederholung darstellt, ist intendiert. Das allgemeine lineare Modell, wie im Einführungsvideo auch beschrieben, sieht ja irgendwie so aus. Wir haben eine metrische Variable y, die wir modellieren, das ist das eigentliche Modell, als skalierte Version, kann man sagen, von den x-Regressoren oder in unserem jetzigen Fall noch dem x-Regressor, also dem Regressor x. Also in x und in y stecken unsere Daten drin. Und dabei wird es aber zwei Unbekannte geben. Das eine ist eine zu findende Skalierung, ein Regressionsgewicht Beta auf Populationsebene, was sich irgendwie dort, was dort wirkt und was sich in unseren Stichproben natürlich nur als ein etwas rauschbehaftetes B, ein Regressionsgewicht in unseren Daten ausdrücken wird. Und dabei werden wir einen Fehler machen. Also, was immer in Y an Variation drin ist, werden wir zerlegen in einen durch eine Gerade zu modellierenden Teil, also durch ein lineares Modell zu approximierenden Teil und einen durch dieses lineare Modell eben nicht approximierten Teil, etwas Unbekanntes, ein Fehler, ein Residuum, könnte man sagen. Okay? Diese Begrifflichkeiten sehen Sie hier auf dem Slide auch nochmal. Man kann sagen, die Schätzung, das Bestimmen von guten Näherungen für diese unbekannten Größen Beta ist unser eigentliches Ziel in der Regressionsanalyse. Das ist auch das Einzige eigentlich, was wir mit einer Regressionsanalyse machen können. Zur Nomenklatur vorneweg nochmal, also diese Y-Variable, die nenne ich ziemlich austauschbar. Response-Variable, abhängige Variable, Zielgröße, prädizierte Variable. Das sind alles Begriffe, die das Gleiche meinen. Und die X-Variable bezeichnen wir als Regressor, als Prädiktor. Wenn wir ganz hemdsärmlich so sprechen, rutscht uns auch mal ein Wort, also nicht nur mir, sondern wenn man in dem Feld arbeitet, auch mal ein Begriff wie Einflussfaktor oder so raus, wobei Einfluss eben streng genommen natürlich eine kausale Lesart hat und impliziert, die das lineare Modell allein weitestgehend nicht beantworten kann. Nichtsdestotrotz, wenn man von Einflüssen spricht, meint man üblicherweise auch einfach im linearen Modell sind es natürlich die Prädiktoren oder Regressoren, also die X-Variablen. Ja? Vielleicht einmal vorneweg auch der Hinweis, Sie sehen das hier nochmal, das Epsilon hat auch einen Hut auf, weil sozusagen auch in der Stichprobe wir sagen können, das, was wir dort in unserer Stichprobe an Residuen bekommen, die wir oft auch mit E bezeichnen, das sehen wir auch noch öfters an Graphen und so, dass da ein kleines E dran steht für den Error. Das ist natürlich sozusagen eine Näherung dessen, was in der Population los ist. In der Population gibt es aber auch Fehler. Auch auf Populationsebene beschreibt ein lineares Modell die Sachlage unter Umständen nur annähernd. Und natürlich wird es dort Abweichungen geben. Das sind die echten Fehler, Epsilon. Und die Residuen E sind quasi Schätzungen für diese Fehler. Entsprechend kann man entweder E schreiben oder Epsilon mit einem Hut auf. Und nur wenn man mal ganz trocken über die Population spricht, was wir eigentlich quasi dann nie mehr tun, würde man auch einfach Epsilon ohne Hut mal verwenden. Gut. Die erste Neuerung vielleicht, die wir im Master so ein bisschen brauchen oder in diesem Modul hier brauchen, ist, dass wir so eine Regressionsgleichung y gleich einen y-Achsenabschnitt, den man konventionell als Intercept oder Beta 0 bezeichnet,
plus meinen ersten Regressor mit seinem zu findenden Regressionsgewicht plus alle weiteren Regressoren mit ihren zu bestimmenden, zu findenden Regressionsgewichten plus etwas Unaufklärbares, Epsilon Hut, dass wir das verkürzt schreiben, wie hier in der zweiten Zeile gezeigt, nämlich, dass wir sagen, wir schreiben das mit einem Summenzeichen. Das sieht auf den ersten Blick gefährlicher aus, verkürzt aber natürlich die Ausdrücke enorm, wenn man sagen kann, Y ist eine gewichtete Summe, würden wir sagen, unserer Regressoren. Sehen Sie das? Wir nehmen ja jeden Regressor J, hier gibt es einen Laufindex, muss mal schauen, ob ich da schnell rein kann, dass ihr das hier mal sehen. Es gibt hier ja den Laufindex J, der läuft von, hier so ist sogar ein kleiner Trick angewandt, der läuft von 0 bis K. Also und K ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie drei Regressoren in meinem Modell, wäre K sogar dann quasi von, wäre dann 3 sozusagen. Der fängt hier jetzt aber sogar bei 0 an, das ist nur ein kleiner Trick. Das heißt, was ist denn, wenn J 0 ist? Na, dann ist es Beta 0, dann ist der Intercept sogar hier schon mit drin. Aber die Grundidee ist vor allem die, dieser Ausdruck ist eine gewichtete Summe meiner Regressoren. Was immer meine Regressoren sind, die nehme ich alle und die gewichte ich alle mit so einem, oder skaliere sie, das meint das Gleiche, ich skaliere oder gewichte diese Regressoren mit ihrem individuellen Beta. Also ich brauche so viel Betas, individuelles gefährlicher Begriff hier, regressorspezifischen Beta, so würde ich sagen. Natürlich nicht individuell pro Proband, von I bis N würden wir normalerweise unsere Beobachtungen durchsortieren, das spielt hier in dem Ausdruck keine Rolle, sehen Sie das? Sondern nur die Anzahl Regressoren. Und dass es eine gewichtete Summe ist, ist ein mit der wichtigste Trick in der Statistik allgemein, dass man sogenannte lineare Kombinationen von Beobachtungen oder in diesem Fall von Regressoren macht. Und diesen Ausdruck, den habe ich hier unten auch nochmal getrennt hingeschrieben, den nennen wir den linearen Prädiktor. Wir nennen also die ganze Gruppe der Regressoren mit ihrem Gewicht einen linearen Prädiktor, den kann man auch als Eta bezeichnen. Ja? Wird nicht so oft verwendet, aber wir nennen den mal Eta. Das ist der lineare Prädiktor. Und dann sehen wir hier auch wieder verwirklicht das lineare Modell, wie wir es kennen. Y wird erklärt als lineares Modell plus einen Fehler, etwas Unbekanntes, etwas, was wir nicht mehr weiter auflösen können. Ja? Diese Zerlegung in diese zwei Varianzquellen kann man sagen. Eine systematische und eine unsystematische, einen Fehler. Das ist ja der Haupttrick des linearen Modells. Und über deren Beziehung zueinander werden wir natürlich jetzt auch gleich noch Forderungen aufstellen. Was wir fordern erstmal ist erstens ziemlich unrealistisch, aber es gehört zum Kleingedruckten dazu. Ganz, ganz streng genommen. Damit das alles funktioniert, müsste, und das ist jetzt nicht auf der Durchführungsebene, sondern es ist auf der Ebene der schieren Mathematik, wäre das so, dass man davon ausgeht, dass diese x, die wir gemessen haben, die Regressoren, keinen Messfehler haben. Das ist eine unrealistische Annahme in den Sozialwissenschaften und auch in allen empirischen Wissenschaften, aber eigentlich ist es so. Des Weiteren würden wir verlangen, dass, ich muss hier meinen Fehler mal wegmachen, würden wir verlangen, dass der Messfehler normal verteilt um 0 ist. Ich kann also schreiben, der Messfehler ist normal verteilt, das ist dieses n, rund um 0 mit einer unbekannten Streuung, Standardabweichung, Varianz, Sigma. Unbekannte Parameter, deshalb griechisches Sigma. Ganz streng genommen, und das ist doch ist wichtig zu wissen, ist das auch die einzige Normalverteilungsforderung, die im linearen Modell drinsteckt. Diese x müssen ohne Messfehler gemessen sein, aber die müssen nicht normal verteilt sein, keineswegs. Y muss streng genommen auch nicht normal verteilt sein. Vielleicht sehen wir da nochmal einen Fall, wo das nicht der Fall ist. Aber wenn ich fertig bin mit meinem Modell, dann muss das, was übrig bleibt, normal verteilt sein. Ja, unsystematisch, rund um 0, echter zufälliger Fehler. Das ist die eigentliche Normalverteilungsforderung des linearen Modells. Das haben wir im Bachelor nicht so genau genommen. Hier nehmen wir es jetzt mal genau.
Genau, und deshalb habe ich hier vorne auch, schreibe ich nur, naja, normal verteilt. Das geht nämlich oft miteinander einher. Wenn y schon ganz schön normal verteilt ist, dann habe ich gute Chancen, ein Modell zu finden, wo dann auch der Fehler normal verteilt ist. Deshalb ist die Kurzformel so für eine Masterarbeit also nicht ganz blöd, zu sagen, y sollte normal verteilt sein. Aber eigentlich ist das Entscheidendere für uns, das Wichtigere, es ist eine stetige metrische Größe, auf die wir das lineare Modell hier dann zur Anwendung bringen wollen. Denn nochmal, es ist die Variation in y, in unserer abhängigen Variable, in unserem Kriterium, in unserer Response-Variable, die wir ja aufklären wollen mit dem linearen Modell. Wir wollen ja eine Linearkombination finden, die dies möglichst gut erklärt. In diesem Bild aus dem Fox-Buch, also das ist Figure 2.4 aus Fox, muss man dazu sagen, steht hier kriminellerweise nicht. Diese Abbildung zeigt auf einen Blick, wenn auch in einer etwas ungewöhnlichen Darstellung, aber sie zeigt auf einen Blick, was wir eigentlich machen mit dem linearen Modell und was wir eigentlich annehmen. Das General Linear Model hat folgende Vorannahmen, ganz auf einen Blick. Linearität. Es muss eine lineare Beziehung da sein, nur die kann ich modellieren. Das ist also sozusagen auch wiederum eine weiche Forderung. Wenn Linearität nicht gegeben ist, dann kannst du dein lineares Modell machen, aber es wird zu keiner gültigen Aussage gelangen. Also das kann man fast wie so ein Validitätsproblem stehen. Nur für lineare Zusammenhänge auf Populationsebene lohnt es sich auch lineare Modelle zu formulieren. Wichtiger, praktisch viel wichtiger, konstante Fehlervarianz. Oder das dritte nehme ich kurz vorweg, Verzeihung. Normalverteiltheit des Fehlers, das hatten wir gerade schon besprochen. Wo sehe ich denn in diesem Bild die Normalverteiltheit des Fehlers? Das sehe ich daran, dass diese gaußschen Kurven, die hier drin sind, diese grauen Hüte, wenn wir so wollen, dass die normal verteilt sind, dass es gaußsche Kurven sind. Das heißt, den Fehler, den ich rund um mein lineares Modell mache, was ist mein lineares Modell? Diese schwarze Gerade hier unten, die mich von x auf y, bitte nicht verwirrt sein, y geht jetzt hier mal nach hinten weg sozusagen. Ja? Also der typische Scatterplot, das findet eigentlich hier in der Ebene jetzt statt. Ja? Die Gerade. Ich mache einen Fehler rund um die Gerade. Dieser Fehler soll sich aber normal verteilen. Und die damit eng zusammenhängende Forderung der sogenannten Homoskedastizität, die besagt jetzt, dass egal wo ich auf der x-Achse bin, das heißt, egal welchen Wert mein Regressor annimmt, den Fehler, den ich mache, entstammt derselben Verteilung. Es ist, wie Sie sehen hier, dieselbe Normalverteilung. Das will er uns hier sagen. Er hat hier im Prinzip tatsächlich per Copy and Paste 5-mal die identische Normalverteilung hingesetzt. Die ist natürlich jeweils um einen anderen Wert hier herum verteilt. Zusammen muss es dann um 0 verteilt sein. Aber das Entscheidende ist, dass die Streuung gleich ist, sozusagen. Das ist die Homoskedastizität. Homo gleich Skedastizität Streuung. Wenn die Streuung immer gleich ist für jeden x-Wert, heißt es, ich kann x variieren und die Streuung bleibt gleich. Das heißt, die Ausprägung meines Regressors und der Fehler, den ich mache, sind unabhängig, orthogonal zueinander. Orthogonal ist ein Wort, was erst ab nächsten Mal so richtig Sinn macht, wenn wir über die Geometrie sprechen, aber Sie kennen den Begriff orthogonal für unabhängig. Was fordern wir des Weiteren? Wir fordern, dass die Daten, die eingehen, also sozusagen die ganzen Zeilen, unabhängig sind. Ja? Wenn Sie Designs aller Art haben, die Messwiederholungen in irgendwelcher Form beinhalten, also ein Proband hat Ihnen nicht einmal mitgemacht, sondern hat eigentlich, wie in unseren Experimenten nicht unüblich, hunderte Male mitgemacht sozusagen, weil er uns ja hunderte von Durchgängen im Experiment geliefert hat. Und dann kam aber ein anderer Proband, der war wirklich unabhängig, der hat auch wieder hunderte geliefert. Dann habe ich am Ende eine Matrix mit tausenden von Einträgen. Es sind aber nicht alle diese Einträge gleich unabhängig voneinander. Sie sind also nicht alle independent und identically distributed. Diese Annahme wäre dann schon verletzt. Das heißt, für so einen Fall, den ich gerade skizziert habe, ist eine wichtige Vorannahme verletzt. Wenn wir jetzt aber über, nun ja, so eine studentische Stichprobe reden, wie wir sie im Hörsaal vielleicht erheben würden, 60 Studierende, da würden wir sagen, die sind unabhängig voneinander und die Beobachtungen sind also dann unabhängig.
Die Beobachtung von x ohne Messfehler ist, wie gesagt, das Kleingedruckte und eher eine Trivialität, aber praktisch kann man das schon mal vergessen auszusehen. X, also der Regressor oder die Regressoren, sollten eine Streuung aufweisen. Und was wir dann eigentlich modellieren, ist folgender Ausdruck hier. Nämlich, was ist jetzt los? Entschuldigung, das war zu schnell. Wir modellieren quasi den Erwartungswert von, na, ist mein Stift ausgefallen? Ja, ich glaube, mein Stift ist ausgefallen. Kann das sein? Verzeihen Sie. Ja, Stift ist leer. Wir erwarten hier unten den Erwartungswert von y. Also welchen Wert in y würden wir eigentlich erwarten für bestimmte Werte von x? Das ist das, was wir eigentlich hier modellieren. Deshalb steht hier an dieser Kurve hier auch nochmal dran, Erwartungswert von y gegeben x sozusagen, das ist dann dieser lineare Prädiktor, wie wir ihn genannt haben, Eta. Ja, das ist wirklich auf einem Slide das komplette lineare Modell. Ich könnte hier eigentlich auch aufhören. Das Interessante praktisch ist natürlich, wie komme ich jetzt zu einer Schätzung von Beta? Population kenne ich nicht, kann ich also auch Beta nicht kennen. Ich kann mich dem nur nähern, indem ich Stichproben ziehe aus dieser Population. Die empirischen Arbeiten, die ich dann also durchführe, die eine empirische Arbeit ist eine Stichprobe. Dort kann ich ein Regressionsgewicht natürlich bestimmen. Aber wie bestimme ich das und wie wird daraus dann eine Schätzung? Die Bestimmung des Regressionsgewichts läuft über die sogenannte Kleinstquadrate-Methode oder Ordinary Least Squares-Schätzung. Ja? Least Squares ist als Algorithmus eine sehr alte Idee. Die kommt eigentlich, die hat mehrere Väter, vielleicht hat sie auch ein paar Mütter sogar, von denen man weniger weiß. Der Name, mit dem sie heutzutage am meisten verbunden sind, weil er quasi die zwei Gleichungen geschrieben hat, die man dafür traditionell benutzt, um die Least Squares Schätzung durchzuführen, ist Carl Friedrich Gauss. Und die Idee ist also, wie kann ich in der ganzen Punktwolke dafür sorgen, dass der Fehler insgesamt so klein wie möglich wird. Alle Punkte auf einmal, nicht irgendwie einen einzelnen und dann das so sequenziell durchgehen, sondern für alle Punkte auf einmal dafür sorgen, dass die Abweichung minimal wird. Ich kann das hier auch nur noch mal kurz nennen, so richtig wie Schuppen von den Augen wird es uns hoffentlich erst fallen, wenn wir uns die geometrische Lösung dann nächste Woche oder so als was Neues eigentlich angucken. In der Geometrie sieht man das, wie ich finde, sehr viel besser, warum es eine Lösung gibt, die quasi diese Abweichungsquadrate minimiert. Kurz gesagt ist es so, dass diese ganzen Abweichungsquadrate, die wir jetzt hier so mühsam summieren müssen, in einem geometrischen Raum sich dann nämlich als ein Vektor darstellen wird und die Länge dieses Vektors, die muss kurz werden und das sehen wir dann auch, warum das so ist. Also, Methode der kleinsten Quadrate nach Carl Friedrich Gauss bringen wir zur Anwendung. Und dann ist es also so, dass wir sagen, das ist Gauss, Linie Least Squares gibt uns B. Und klassische Schätztheorie, also zentraler Grenzwertsatz ist das Stichwort, was hier hingehört, sagt uns, wie sich B rund um Beta verteilt. Es gibt in Moodle für die Teilnehmerinnen dieses Jahr auch ja nochmal eine kleine Aufzeichnung, die wir heute gemacht haben, wo wir ein bisschen gekritzelt haben. Und nachher sehen wir auch nochmal ein Bild. Hier muss man sich das immer klar machen, es gibt so ein Beta auf Populationsebene und das verwirklicht sich jetzt irgendwie in einem möglichen B und der zentrale Grenzwertsatz sagt uns, was wir da so für Bs erwarten können, wenn ein Beta gilt. Was ist hier noch wichtig zu wissen? Ja, es ist dieses Kleingedruckte. Sie haben ja nun alle als Masterstudentinnen vielleicht schon mal mit dem Statistik-Output von Jamovi, von R, von SPSS zu tun gehabt und wissen das deshalb vielleicht, aber es ist eine Verwirrung, die man einfach aushalten muss. Während ich jetzt immer so drauf rumreite, Population, griechische Buchstaben, Beta, ist es innerhalb der Regression so, dass das, die Statistik-Software den Begriff Beta auch leicht anders verwendet. Die verwenden Beta, das ist hier nochmal geschrieben, die verwenden Beta auch dann statt B, wenn
alle Variablen, die involviert sind, also die y-Variable und alle x-Variablen, z-standardisiert sind. Was ändert sich dann? Dann haben alle Variablen die Einheit 1, also eine Standardabweichung, die Standardabweichung von 1 und damit auch eine Varianz von 1 und den Mittelwert von 0. Wenn die so dahingehend transformiert sind, dann sind die, werden die Bs oft auch als Betas bezeichnet. Muss man wissen. Ist auch egal, man kann zwischen B und Beta umrechnen. Also, nochmal ganz kurz, was machen wir hier eigentlich? Wir nehmen unsere Variable y und versuchen eine Schätzung dieser Daten hinzubekommen mit einem linearen Modell. Und diese Schätzung, die steckt dann also in, den mal vielleicht nebenher hier ein bisschen laden, mein Pen tut nicht mehr. Diese Schätzung, unser linearer Prädiktor, der steckt sozusagen hier eigentlich drin. Ja? Also nochmal, das schreibe ich vielleicht nochmal hin. Wir hatten ja diesen, kurz gesagt, diesen, das war der lineare Prädiktor und der ist sozusagen das. Ja? Das ist gleichzeitig auch die Gerade. Also das Modell ist diese Gerade. Und um zu dem beobachteten Wert zu kommen, müsste ich also sagen, naja, Modell plus den Fehler, den ich eben bei jedem mache, das ist dann der eigentliche Wert. Und jetzt wollen wir ja den Fehler also so klein wie möglich kriegen. Also müssen wir ja irgendwie die Abstände zwischen den beobachteten Werten, den schwarzen Punkten und der Gerade für alle Punkte auf einmal so klein wie möglich kriegen. Ja, das sagt dieser Ausdruck mit dem Pfeil und dem Ausrufezeichen min hier, das ist die Forderung, die wir haben. Bitte finde einen Algorithmus, der uns dies minimiert. Und die Metrik, wenn man so will, ein Wort, was man dafür auch verwenden könnte, wäre die Loss-Function. Sollte ich aber wahrscheinlich gar nicht sagen, dass man das auch Loss-Function nennen kann. Sozusagen die objektive Funktion, die man jetzt, die Metrik, sage ich, die man kleinkriegen möchte, ist die Summe der Abweichungsquadrate. Ja, auch das wird in der Geometrie auf einmal Sinn machen, warum es die summierten Abweichungsquadrate sind, die man hier minimieren will. Wenn man es ausschreiben will nochmal, kann man sagen, wie ich es oben auch versucht habe, also es geht um den Abstand von y zu y Hut. Y, und hier ist es jetzt nochmal ausgeschrieben, das ist quasi wieder das gleiche wie dieser lineare Prädiktor. Für den Fall der einfachen Regression gibt es ja nur ein x, also gibt es auch nur ein Beta 1 und ein Beta 0. Das zusammen ist mein lineares Modell. Der Abstand für jeden Datenpunkt von i 1 bis n quadriere ich. Das sind diese grünen Quadrate, die Sie hier oben sehen. Und dann summiere ich das auf. Richtig? Dann bekomme ich die Sum of Squares. Jetzt ist allerdings natürlich die entscheidende Frage, ja, schön und gut, das soll jetzt so klein werden, aber wann wird es klein? Welchen Wert soll ich für b wählen, damit es klein wird? Da gibt es schöne, schöne Animationen, schönere als ich sie jetzt hier habe, Sie können sich es aber vorstellen. Schauen wir mal nochmal da oben hin auf dieses Bild, wenn Sie gedanklich die Gerade mal kurz ein bisschen ziehen und sich dann vorstellen, was würde mit den grünen Quadraten passen? Also gucken wir mal da oben bei 15, x15, haben wir doch so einen Wert, der hat ein relativ kleines Abweichungsquadrat. Wenn wir zum Spaß ein ganz anderes b ausprobieren würden, das ist jetzt ein positives b gerade, richtig? Eine positive Steigung. Ein negatives b ausprobieren würde, einfach mal so einsetzen, dann würde zum Beispiel dieser Wert ja ein riesiges Abweichungsquadrat bekommen. Andere würden aber vielleicht kleiner werden. Man kann sich also fragen, wie wähle ich das B? Gibt es eine Lösung? Und da kommt der Gauss eigentlich, jetzt muss man sagen, ins Spiel. Denn Gauss hat die gaußschen normalen Gleichungen gemacht, die im Übrigen auch geometrisch wir vielleicht mal in einer Live-Session uns mal aufschreiben können. Da kann ich Ihnen mal auch zeigen, wo das herkommt. Kurz gesagt ist es so, dass es eine eindeutige Lösung gibt, wenn die ganzen Vorannahmen des linearen Modells gelten. Dann habe ich eine eindeutige Lösung, B, und die sieht so aus. Tut der Stift jetzt wieder? Ja, jetzt tut er wieder, wunderbar. Dass ich nämlich sage, ich habe hier oben so einen Ausdruck, also um B zu finden, um die Steigung meiner Ordinary Least Squares Regressionsgerade zu finden, muss ich aus X und Y hier so einen Term bauen und unten muss ich nur was mit X machen, kurz gesagt.
An was erinnert uns das sehr stark, wenn wir uns noch an die Bachelor-Statistik erinnern oder wenn wir jetzt die Formelsammlung, die es auch übrigens auch dieses Modul wieder geben wird, neben uns hinlegen, dann finden wir heraus, dass diese Regressionsgewichte sich offensichtlich oder vor allem jetzt dieses B1 in der einfachen Regression sich offensichtlich zusammensetzt aus etwas, was sehr stark nach der Kovarianz aussieht. Also nimm x, bereinige es um seinen Mittelwert, nimm y, bereinige es um seinen Mittelwert und multipliziere das. Das ist das sogenannte, und dann summierst du das auf für alle Werte, das ist das sogenannte Kreuzprodukt oder die Kreuzproduktsumme. Und die wird geteilt durch etwas, das nur von x abhängt, nämlich etwas, was die Hauptzutat der Varianz, man könnte auch kurz sagen, die Varianz von x entspricht, nämlich die Summe der Abweichungsquadrate, nur in x quasi. Dies ist jetzt gerade Stand heute unintuitiv und war auch im Bachelor unintuitiv, warum das so ist, dass die Kovarianz geteilt durch die Varianz von x mir b ergibt, ist aber so. Und in der Geometrie sehen wir es ein bisschen klarer. Für heute reicht es, wenn wir das so annehmen und wenn wir wissen, okay, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind meines linearen Modells, dann bekomme ich mit dieser Gleichung eine Ordinary Least Squares Schätzung für Beta. Und zwar ist es sogar so, dass ich sagen kann, dass sich zeigen lässt, dieses Beta-Hut, was ich hier gelöst habe, also ich gehe nochmal zurück, das mache ich nochmal für Sie, damit Sie ihn auch ganz klar vor Augen haben. Das ist ja das, was wir als Schätzung, deshalb machen wir das Ganze in unserer Stichprobe, was wir als Schätzung auf Populationsebene heranziehen. Man könnte also auch sagen, dieser Ausdruck gibt uns ein Beta-Hut. Prima. Und wir wissen, wir können diesem Beta-Hut sehr vertrauen. Deshalb ist es so eine wahnsinnig erfolgreiche Methode, weil wir wissen, wenn alle Annahmen erfüllt sind, dann ist Beta-Hut ein sogenannter Blue. Oft sagt man Blue Estimator, weil es, was heißt Blue? Nichts mit dieser hervorragenden Hitsingle von ca. 1998 zu tun. Sehr schlimmer Ohrwurm. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie ihn denn jetzt gleich haben. Best Linear Unbiased Estimator ist das sogenannte Gauss-Markov-Theorem. Geht zurück auf Markov, Wahrscheinlichkeitsstatistiker und Mensch und Karl Gauss, von dem wir die Ordinary Least Squares haben. Das Gauss-Markov-Theorem besagt, wenn alle Annahmen erfüllt sind, dann findest du keinen besseren Schätzer, deshalb Best Estimator, und du findest vor allem keinen besseren, der weniger Bias hätte. Müssen wir uns gleich nochmal fragen, was Biased eigentlich heißt, aber dass der Schätzer B für Beta keinen Bias hat, das nennen wir auf Deutsch auch, dass er erwartungstreu ist, das ist extrem wichtig, damit wir dem Ding vertrauen. Wir vertrauen drauf, dass B im Mittel auf lange Sicht, wenn es so berechnet ist, den wahren Wert Beta genau trifft, sozusagen. Dass sich also eine Verteilung von möglichen Bs rund um den wahren Wert abspielt. Das heißt, dass sie unbiased ist. Es könnte ja auch sein, dass die auf einen anderen Wert hinzielt, der eben verzerrt ist. Das wäre dann Bias, das wäre mangelnde Erwartungstreue. Und das Schöne ist also, dass dass das Beta nach Ordinary Least Squares mit dem B geschätzt werden kann. Für uns also das Normalste der Welt, wir kennen es gar nicht anders, aber erstmal war das wichtig zu zeigen, dass es funktioniert. Dieses Bild kennen viele schon vielleicht aus verschiedenen Kontexten, aber ich wollte es einmal kurz hier sozusagen eher mit hinterlegen in den Unterlagen, dass Sie sich an der Stelle selber nochmal klar machen können, was heißt denn das, wenn ein Schätzer einen Bias hat oder nicht, ja? Was hier gezeigt ist mit diesen Zielscheiben, ist im Prinzip so ein 2x2-System. Sie können jetzt also entweder mal hier oben reinschauen, wir können mal nur hier reinschauen und sagen, das wäre eigentlich der Fall, für den wir uns normalerweise interessieren. Wenn wir über Erwartungstreue gar nicht nachdenken, über Bias, dann würden wir sagen, ja, wir wollen einen Schätzer haben,
der halt auch schon bei kleinen Stichproben zum Beispiel gut den Warenwert trifft, dessen eigene sogenannte Sampling Distribution sehr, sehr schmal ist. Der also, das ist das, was hier damit gemeint ist, der Schätzer hat dann eine niedrige Varianz. Der streut wenig rund um den Warenwert. Das ist gut, oder? Gibt halt auch Schätzer, die haben zwar keinen Bias, die treffen schon den Warenwert, das wahre Bitter in unserem Fall jetzt, aber tun das halt mit entsprechender Abweichung. Und das, ob ein Schätzer so oder so ist, haben sie oft selber ein bisschen in der Hand, weil sie eben die Stichprobengröße variieren können. Wenn sie auf der Basis von einer großen Stichprobe das machen, hat ihr Schätzer eben auch eine kleinere Varianz, wenn sie es zum Beispiel nochmal machen würden mit so einer Stichprobengröße. Ja? Interessanter oder neuer oder vielleicht einfach unbekannter jetzt gerade für uns, bisschen so ein Fall. Und das gibt es eben auch. Der Ordinary Least Squares kann relativ leicht auch ein Bias-Schätzer werden, nämlich wann, wenn sie entscheidende Variablen zum Beispiel nicht ins Modell mit eingeschlossen haben, die da eigentlich reingehört hätten, dann kann es sein, dass das mit dieser Varianz immer noch gilt, also größere Stichprobe schätzt besser, das ist dann immer noch der Fall. Aber sehen Sie das, wie das hier sozusagen komplett neben das Ziel geht, sozusagen. Also das ist eigentlich ein tückischer Fall, dass ich hier sozusagen, nochmal, jedes wäre quasi ein B aus irgendeiner Stichprobe und der wahre Wert sitzt aber hier. Das ist nicht cool, oder? Dass wir sagen, wir schätzen da was, was auch kleinen Standardfehler produziert. Der Standardfehler, die Varianz des Schätzers letztlich, ist also diese Streuung, diese Punktwolke, aber sie geht eben daneben. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Ja, welche Fragen stelle ich mit der Regression? Das auch Wiederholung natürlich, sollte Ihnen, würde ich schon sagen, geläufig sein. Wir nehmen es hier nur noch mal mit. Ein Regressionsmodell kann und sollte fragen, wie gut passt das Modell denn überhaupt zu den Daten? Und habe ich mit dem Modell irgendwas gewonnen, was ich nicht auch einfach mit dem Mittelwert zum Beispiel hätte erklären können? Also brauchst du jetzt so ein lineares Modell? Brauchst du so eine Linearkombination von Prädiktorvariablen? Hilft mir das irgendwie? Wie viel Streuung kann ich denn aufklären? Und das steckt hier in den zwei sehr, sehr verwandten Fragen 1 und 2 drin. Zum einen kann ich also dieses R-Quadrat ausrechnen, was man manchmal auch als Goodness of Fit bezeichnet. Wenn ich die Punktwolke, die sich mir da darbietet, mit meinem linearen Modell so abdecke, dass ich sehr kleine Abweichungsquadrate nur noch bekomme, dann habe ich damit ein sehr gutes R-Quadrat. Zweitens kann ich aber auch etwas formeller zwei Modelle vergleichen. Solange wir einfach jetzt ein lineares Modell mit einem primitiven Mittelwertsmodell vergleichen, sind diese zwei Fragen quasi auch ähnlich. Die zweite Frage kann ich aber ausbauen zu komplexeren Modellvergleichen. Ich kann sagen, na gut, ich habe hier ein Modell mit 3 Regressoren und dort habe ich ein anderes Modell mit 4 Regressoren. Diese Verbesserung zwischen dem Modell, da ist vielleicht mehr Varianzaufklärung da, aber ist die sozusagen bedeutsam? Dafür kann ich einen sogenannten F-Test des Regressionsmodells machen. Manchmal sagt man dazu auch einfach ANOVA, also im SPSS-Output hieß das einfach ANOVA, Varianzanalyse, F-Test. Schauen wir uns auch gleich noch ganz kurz nochmal an zur Wiederholung. Und drittens, darüber hatten wir in der Live-Session kurz gesprochen, was ist die Steigung meiner Regressionsgeraden? Ist die Steigung der Regressionsgeraden von 0 verschieden? Wenn wir heute nur den Fall mit einer Variable betrachten, dann verkürzen sich diese drei Fragen fast zur selben. Also die sind so eng miteinander verwandt, dass ich bei jeder der drei Fragen zum gleichen Schluss eigentlich kommen würde. Wenn ich nämlich keine Varianzaufklärung habe, die besser ist als der Mittelwert, dann habe ich eigentlich auch keine Steigung, die von 0 verschieden ist und ich bekomme im F-Wert auch einen F-Wert rund um 1. Es ist eigentlich nichts gewonnen, wenn ich dieses lineare Modell versuche. Nichtsdestotrotz, in den linearen Modellen an sich sind dies drei unterschiedliche Fragen, die man unterschiedlich stellen kann und die auch alle drei meistens gestellt werden. Dieses Bild ist so quasi das Leitbild vielleicht rund um die Varianzaufklärung, um die Idee der Varianzaufklärung.
Hier sehen wir in letztlich drei Farben dargestellt und dann auf 1, 2, 3, 4, 5 Arten fast das gleiche Problem visualisiert. Diesen Slide kennen manche von Ihnen auch aus der Bachelor-Ausbildung hier, wenn Sie das kürzlich absolviert haben. Was hier gezeigt ist, ist so angedeutet zumindest die Gesamtabweichung, die Gesamtvariation, die ich in meiner Variable y habe. Die sehe ich zum Beispiel hier, Entschuldigung, das war nicht cool, da möchte ich eigentlich jetzt nicht reinmalen. Hier die ganze Streuung, die ich in meiner y-Variable habe, die kann ich ja einfach ausdrücken, so rechne ich Varianz aus. Wie viel weichen die einzelnen Werte vom Mittelwert ab? Das ist einfach die Formel von der Varianz, oder? Mittleres Abweichungsquadrat. Abweichungsquadrat. Also das ist hier in diesem Uni Lübeck Ozeangrün gezeigt. Und auch, das ist das, was man dann im Regressionssprech auch als Sum of Squares Total bezeichnet. Das ist die gesamte Variation, die ich in den Daten erstmal habe. Ich kann dann sagen, na jetzt habe ich so ein lineares Modell ausprobiert. Das ist diese Gerade, die habe ich jetzt per Ordinary Least Squares Schätzung gefunden. Die hat ja auch Streuung sozusagen. Also jeder Wert, den ich hier habe, die liegen jetzt alle auf der Gerade, meine Werte. Die liegen eben nicht mehr fernab irgendwo, sondern da weiß ich, das ist der lineare Teil, die liegen auf der Gerade. Aber die haben auch eine Variation um ihren Mittelwert herum. Der Mittelwert ist der gleiche. Entsprechend ergeben sich hier diese grünen Quadrate, diese grasgrünen Quadrate. Und wenn man die aufsummiert, bekommt man etwas, was man Sum of Squares Regression nennt. Intuitiv, oder? Das sind die Abweichungsquadrate, die das Modell eben hat oder produziert. Und dabei bleibt jetzt was übrig. Richtig, wir haben eben diese roten Quadrate noch, die, wenn Sie genau hinschauen, also vom eigentlich beobachteten Punkt y bis zum prädizierten Wert y Hut auf der Geraden gehen. Und das sind also sozusagen die E's oder die Residuen. Und wenn ich die alle quadriere und aufsummiere, das hatten wir auf dem anderen Slide, als wir Ordinary Least Squares hergeleitet haben, gerade nochmal gesehen. Wenn ich die aufsummiere, bekomme ich etwas, was ich als SS Residual oder auch manchmal einfach auch als Fehler bezeichnet, aber hier sollten wir natürlich sagen, als Summe der Abweichungsquadrate bezeichnen kann. Die Varianzaufklärung ergibt sich dann eigentlich ja ganz intuitiv, weil ich sagen kann, na gut, es gibt halt nur so und so viel Varianz aufzuklären. Hier im Venn-Diagramm unten nochmal gezeigt, das wäre quasi die ganze Fläche. Und dann kann ich eben fragen, wie groß ist der hellgrüne, grasgrüne Anteil. Und in diesen Modellen, die hier jetzt gezeigt sind, deutet sich schon so ein Idealfall an, nämlich ich habe ein gutes Modell. Ja? Also hier habe ich eine Situation, wo das lineare Modell gut zu den Daten passt und entsprechend viel der Variation, die in den Daten ist, abfängt. Die grasgrünen Quadrate summiert, sind also annähernd so groß wie die Gesamtquadratsumme, die da ist. Und es bleibt nur ein relativ kleiner Teil übrig. Das kann ich also als Batteriefüllstand mir nochmal vorstellen, sagen, der gesamte Füllstand ist die gesamte Variation und bitte lass doch mein Regressionsmodell dazu gut passen. Also da brauche ich nicht beten, entweder es ist halt so, dass es ein gutes lineares Modell dafür gibt, wenn die Daten so einen linearen Anteil aufweisen oder halt auch einfach nicht. In dem Fall hier ist es gegeben. Die Darstellung hier unten mit den Pfeilen ist so eine ganz lose Vorschau wiederum auf die Geometrie-Idee. Dort werden wir nämlich sehen, dass die Vektorlänge in einem ganz speziellen Verhältnis auch zur Streuung steht. Die Vektorlänge werde ich Ihnen dann noch zeigen, entspricht im Prinzip bis auf einen ganz kleinen Skalierungsfaktor der Standardabweichung und entsprechend kann man auch solche Vektorlängen sich wieder aufquadrieren und könnte dann sagen, die Gesamtvariation kann ich mir als auch eine Gesamtvektorlänge darstellen, die sich zerlegt in zwei Strecken, sozusagen zwei Teilstrecken. Aber das ist so ein bisschen das Geometrische, nur als Vorgeschmack, Gottes Willen, das müssen Sie jetzt hier noch nicht verstanden haben, das war jetzt keine Erklärung, das ist nur der Vollständigkeit halber hier drauf geschrieben. Das Wichtigste eigentlich zum Mitnehmen hier oben nochmal und sicher auch auf ein paar anderen Slides in den Unterlagen immer wieder, R-Quadrat definiert als SS-Regression, wie viel Anteil hat mein Regressionsmodell Streuung an der Gesamtstreuung. Ja?
Und weil es oft einfacher auszurechnen ist, SS Regression rechnen wir oft nämlich gar nicht wirklich explizit aus als Zahl, machen wir das oft andersrum, dass wir sagen, naja gut, wenn dieses Rote und dieses Grasgrüne zusammen die gesamte Variation ergibt, also 1 oder 100%, dann kann ich auch einfach 100% mal nehmen und davon abziehen, was der Fehler am Gesamten erklärt hat. Und das passiert dann eigentlich in dem Ausdruck. Das ist der so ein bisschen am häufigsten zur Berechnung herangezogene in der Praxis, dass man sagt, 1 minus der prozentuale Anteil, den wir eben nicht aufklären konnten, ist dann der aufgeklärte Anteil oder R Quadrat. Das war der erste Teil, genau. Da gehe ich jetzt auch drüber. Alles das Gleiche in grün nochmal. Können Sie in den Unterlagen gerne nochmal anschauen. Ist eigentlich das, was ich gerade am Bild erklärt hatte. Das andere verdient vielleicht nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Also es geht jetzt hier nur um das, was in der Mitte dargestellt ist. Die Idee ist also zu sagen, inwiefern ist eigentlich die einfache Regression auch schon ein Vergleich zweier Modelle. De facto ist es so, dass ich nur wissen kann, was dieses immer noch relativ primitive Modell, dieses lineare Modell mit einem Regressor, was das wert ist, was das bringt, kann ich eben nur wissen, wenn ich es mit einem noch primitiveren Modell vergleiche. Und dieses noch primitivere Modell ist, das haben wir jetzt die ganze Zeit schon implizit gemacht, ein Modell, was einfach sagt, ich nehme den Mittelwert als Vorhersage. Ja? Also hier gerne auch nochmal für alle, immer so mein typisches Diktum ist, wenn ich über dich nichts weiß und ich möchte vorhersagen, welche Ausprägungen in einer Variable y du aber hast, also zum Beispiel in der Körpergröße, ich kenne dich gar nicht, ich sehe immer nur deinen Namen da im Chatfenster und ich muss jetzt eine Schätzung abgeben, wie groß du bist. Was mache ich dann? Dann überlege ich mir, wie groß sind Menschen im Mittel. Und wenn ich nicht mal dein Geschlecht weiß, dann brauche ich auch nicht anfangen mit irgendwelchen Größenunterschieden zwischen Männern und Frauen oder sonst was, sondern ich sage also, guck bei Wikipedia nach, wie groß sind Menschen im Durchschnitt. Ja? Und dann kommt da im Durchschnitt vielleicht raus 170 cm oder 168 oder was weiß ich, oder 172. Und diese Zahl nehme ich dann, diesen Wert, diesen Mittelwert nehme ich als beste Approximation für deine Körpergröße. Also, und das ist ziemlich genau dieses primitive Modell. Das sagt, Y-Hut, meine Schätzung für Y, entspricht einfach dem Mittelwert. Und zwar kriegen einfach alle die gleiche Schätzung. Da werde ich bei jedem einen Fehler machen, aber es ist die beste Schätzung, die ich habe, bevor ich eine andere Variable heranziehe, zum Beispiel Geschlecht oder irgendeine andere Information, die ich über dich habe, zum Beispiel dein Körpergewicht zum Beispiel oder deine Schuhgröße oder irgendeine andere Kennzahl über dich, die ich dann hernehmen kann und schauen kann, werde ich damit besser, ja? Bekomme ich damit eine Verbesserung hin. Und das ist dann im Prinzip wieder das, was hier in R² schon drinsteckte, nämlich ist dieses Modell, wie sieht es aus mit der Varianzaufklärung hier, verglichen mit der Varianzaufklärung in so einem primitiven Modell. Genau. Diese Logik kennen wir auch schon aus den quadrierten Korrelationskoeffizienten. Da komme ich jetzt mal kurz von der Seite wieder her. Korrelation ist ja so das intuitivste Maß, was wir alle benutzen in der Psychologie, in den Sozialwissenschaften, wenn es darum geht, lineare Zusammenhänge zu quantifizieren. Damit können wir irgendwie am einfachsten umgehen, wenn man ein bisschen ein paar Jahre dabei ist, dann sagt man, ah ja, Korrelationskoeffizient, klar. Und Sie kennen auch das Diktum, dass wenn ich einen Korrelationskoeffizienten quadriere, dass ich dann es als so eine Prozent aufgeklärte Varianzaussage nehmen kann. Das kennen Sie bestimmt auch und lesen Sie vielleicht auch manchmal oder haben das auch schon in angewandten Kontexten in Ihrem Feld gehört. Und grafisch kann man sich das ja auch so vorstellen, dass man sagt, wenn das, und das passt zu dem, was wir gerade besprochen haben, wenn das Nullmodell eigentlich genauso gut ist wie ein geraden Modell. Oder wenn man sagt, die Steigung des linearen Modells ist gleich 0, dann nehmen sich diese beiden Modelle nichts und dann ist auch R² entsprechend 0. Wenn ich komplett auf alle Daten wirklich auf das lineare Modell abbilden kann, wenn da gar kein Fehler übrig bleibt, dann habe ich eine Varianzaufklärung von 1 oder von 100%. Und das kann ich eben über den quadrierten Korrelationskoeffizienten auch bekommen. Das ist hier ein guter Punkt, wo man vielleicht nochmal zurückkommen könnte.
wenn wir in der Geometrie über die Beziehung von R und R Quadrat dann nochmal gesprochen haben. Aber hier so auch nur zum Andocken an ihr Vorwissen. Ja, das ist so ein Begrifflichkeitsslide, den ich hier mal drin gelassen habe, so ein bisschen zur Warnung. Es gibt sehr viele R's und sehr viele S und sehr viele E's in der Statistik und vor allem in der Multivariatenstatistik. Und die bedeuten dann doch nicht immer genau das Gleiche. Das ist ein bisschen verwirrend. Und deshalb so als Warnung habe ich das nochmal hier hingestellt. SSE, Sum of Squared Errors oder Sum of Squares Error, ist gleichbedeutend mit der Bezeichnung RSS. Da steht das R vorne für Residual Sum of Squares. Wenn Sie aber was von, jetzt gibt es auch noch Squared und Error, wenn das zusammen mit Mean Squared Error auftaucht, ist es aber was anderes. Der Mean Squared Error ist im Prinzip die Sum of Squared Errors reduziert auf einen Wert, auf seinen Mean nämlich. Manchen von Ihnen aus der Varianzanalyse vielleicht noch bekannt, da haben wir das auch gemacht, da haben wir ein Sum of Squares ausgerechnet und dann durch die Freiheitsgrade geteilt, die bei der Berechnung dieser Sum of Squares noch zur Verfügung standen. Im Regressionsmodell ist es, im einfachen Regressionsmodell zumindest, ist es so, dass dieses, tut jetzt eigentlich auch nichts zur Sache, ist nur die vollständige Formel hier. Es gibt auf jeden Fall einen Wert für die Freiheitsgrade, den kann man auch immer nachschauen. Und hier oben haben wir unsere quadrierten Fehler. Diese MSE, die erwähne ich deshalb mal, weil die eben etwas ist, was in den maschinellen, im maschinellen Lernen, also sprich in der eigentlichen Anwendung von Regressionsmodellen, sehr oft als die Größe benutzt wird, die auch für die Modellgüte herangezogen wird. Also die MSE, die soll möglichst klein werden. Und dann gibt es auch noch oft etwas, was man RMSE heißt. Das sehen Sie oft, wenn Sie zum Beispiel mal für Ihren Betreuer oder Ihre Betreuerin mal Strukturgleichungsmodelle auswerten müssen. Oder auch in Papern zu Strukturgleichungsmodellen werden Sie den Term manchmal sehen. Generell überall, eigentlich muss man sagen, wo Modelle gefittet werden, und das ist alles, was wir hier so machen, dieses Semester lang, dann wird oft auch als eine Kenngröße RMSE berichtet, was nichts anderes ist als dieses MSE mit einem R davor. Nur ist dieses R wieder natürlich ein ganz anderes als dieses R da oben. Das ist hier in dem Fall R für Root, Wurzel, und nicht R für Residual oder sowas. Also RMSE, nur mal ein Term, der Ihnen manchmal begegnen wird, der aber auch, wie Sie sehen, irgendwie ausdrückt, wie viel kann das Modell nicht erklären. Okay? Und das ist im Prinzip halt in einer quadrierten Einheit, und oft zieht man dann daraus die Wurzel wieder, um auch diese Fehler wieder in der Einheit zu haben, die man von den Daten eigentlich kennt. RMSE, Root Mean Squared Error. Genau. Einige dieser Terme begegnen Ihnen wieder, wenn Sie versuchen mit einem F-Test. Also was machen Sie mit einem F-Test? Sie vergleichen jetzt im Prinzip Ihr lineares Modell, Ihr Regressionsmodell mit diesem primitiveren Mittelwertsmodell. Das tun Sie hier eigentlich. Und wer jetzt hier gerade so vor dem Slide sitzt, das ist erstmal normal, weil das kein besonders schöner Slide ist und weil hier diese ganzen Abkürzungen einfach drinstehen und auch angegeben wird, wie vieles berechnet wird. Gehen Sie her, schlagen Sie vielleicht diese Woche einmal mal kurz so ein Kapitel über die ANOVA auf, oder schlagen Sie Ihre Statistikunterlagen aus dem Bachelorstudium kurz auf und schauen sich an, wie dort die Varianzanalyse behandelt wurde. Dort haben Sie solche Tabellen auch immer. Wenn es um F-Tests geht, F-Tests, das sehen Sie hier hinten in der Tabelle, kommen dadurch zustande, dass Sie, also F-Statistiken kommen so zustande, dass Sie zwei Varianzen letztlich miteinander ins Verhältnis setzen. Und welche Varianzen? Man kann jetzt also hier rückwärts durch diese Tabelle vielleicht mal durchgehen. Man kann sagen, man hat eine Varianz, eine Mean Square, das ist ein mittleres Abweichungsquadrat, was sich auf meine Regression zurückführen lässt oder was aus meinem Regressionsmodell entsteht. Und dann habe ich eben so ein mittleres Abweichungsquadrat, was ich nicht erklären konnte. Das ist die MSE, die wir gerade auf dem Slide vorher gesehen haben. Und das Verhältnis dieser beiden ergibt diesen F-Wert. Sehen Sie das hier? Hier steht MSR geteilt durch MSE. Das ist der F-Wert, wie wir ihn dann in unsere Paper reinschreiben, wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn wir sagen wollen, dieses Regressionsmodell hat überhaupt nichts gebracht,
dann steht da manchmal f kleiner 1 zum Beispiel oder sowas. Oder f gleich 0,73. Und dann wissen Sie schon, aha, das war kein gutes Regressionsmodell. Diese Variable, die in dem Modell mit drin war, oder Variablen, die haben das Modell nicht besser gemacht. Und hier in der Tabelle haben Sie nur nochmal zurückgerechnet, wo diese MS, diese Mean Squares wiederum herkommen. Die Mean Squared Regression ergibt sich einfach aus der Sum of Squares Regression geteilt durch die Freiheitsgrade. Die Freiheitsgrade in der Regression entsprechen der Anzahl Regressoren. Kann man sagen? Die SSE ergibt sich aus den Abweichungsquadraten, aber die MSE ist dann also, siehe Slide davor, nochmal, hier, wenn man die Formel nochmal aufblendet, hier Sum of Squared Error geteilt durch die Freiheitsgrade. Ich kann es vielleicht doch auch einmal hinschreiben. Dieses N, jetzt mache ich es doch, weil es auf dem nächsten Slide ja steht, das ergibt sich, indem ich sage N minus Anzahl Regressoren und dann mal noch minus 1. Das ist, macht gar nichts, wenn Sie das so früh wie möglich mal mitbekommen, dass das immer ein bisschen verwirrend ist. Warum steht da manchmal minus K und manchmal minus K minus 1? Das müssen Sie akzeptieren. Das hat damit zu tun, dass man regeln muss, ob dieses K schon den Intercept mit einschließt. Ob man den Intercept als einen Regressor mit eigenem Recht behandelt in seinem Werk hier, in seiner Zählung letztlich bei dem K oder nicht. Ja, und manche Autoren machen das, manche nicht. Deshalb werden Sie Formeln finden, das ist natürlich für die Praxis nicht besonders relevant, aber jetzt, wenn Sie sich mit dem Zeug beschäftigen, finden Sie manchmal die Formel n-k und manchmal n-k-1. Also hier zum Beispiel ist es so, dass offensichtlich der Regressor, der Intercept nicht mitgezählt wurde. Er muss aber hier für die Sum of Squared Errors, für deren Freiheitsgrad spielt es schon eine Rolle. Das ist quasi der Mittelwert, auf den sich das alles bezieht. Da muss das dazu, da heißt es dann n-k-1. So, und so ergibt sich also auch die MSE. Wer mit der ANOVA noch halbwegs auf Du und Du ist, für den ist es jetzt hier auch gar nichts Neues und es spielt auch nicht so eine zentrale Rolle in unserem Modul. Aber es gibt den F-Test der Regression, der mir sagt, wie gut ist dieses Modell verglichen mit einem primitiven Mittelwertsmodell. Genau. Richtig, das hatte ich erwähnt. Diese MSE hat eben eine relativ zentrale Rolle, wenn ich die Modellgüte beurteile. Dann gehen oft die Autoren nicht über den F-Wert, sondern die arbeiten mit diesem MSE direkt oft. Ja, und letztlich vielleicht zum Abschluss für dieses Video, denke ich, kurz, was wir auch in der Live-Session schon ein bisschen vorgesprochen hatten. Ich kann ganz dediziert für eine Steigung eines meiner Regressoren, kann ich fragen, ist denn B1 von 0 verschieden? Beziehungsweise, wenn B-Beta 1 auf Populationsebene 0 ist, wie wahrscheinlich war es dann, dieses B zu beobachten, was ich hier hatte? Das ist das, was der Parametertest dann fragt. Und wir machen das meistens, es gibt eigentlich zwei Arten, über die wir das machen. Das eine ist entweder über einen T-Test oder das zweite, was sehr, sehr, sehr eng verwandt ist, manche Leute würden sagen, es ist dasselbe, ein Konfidenzintervall auszurechnen für B. Und wenn dieses Konfidenzintervall für B dann die Null nicht mit einschließt, dann schließen Sie auf einen signifikanten Beitrag dieses Regressors. Oder umgekehrt, wenn der T-Test für dieses Regressionsgewicht signifikant ist, was immer Sie als signifikant definiert haben, üblicherweise eine Wahrscheinlichkeit von kleiner 5%, würden Sie ebenfalls darauf erkennen, dass dieser Regressor einen Beitrag leistet. Ja? Hier steht es auch kleingedruckt nochmal 0. Steht es nochmal, ein B1 von 0 heißt, dann sind wir wieder bei unserem Mittelwertsmodell, dann hat die Gerade hat keine Steigerung, dann macht B1 das gleiche, was B0 auch macht, nämlich also einfach den Mittelwert abbilden. Und hätte dann auch entsprechend natürlich gar keinen Vorteil, keinen prädiktiven Vorteil gegenüber dem einfachen Mittelwert. Und da ist es eben so, dass haben Sie auch schon mal gesehen, wenn Sie die Regressionsanalyse im Grundstudium hatten, dass man sagt, dieses B, eigentlich wie alle T-Statistiken, ergibt sich hier eine Schätzung, eine Kenngröße, in dem Fall die Regressionssteigung der Regressionsgeraden, geteilt durch Ihren Standardfehler.
Also durch die, ja, ich kann im Rückgriff auf das, was wir vorher über Bias und Variance gesagt haben, ruhig auch sagen, geteilt durch ihre Präzision, mit der sie gemessen wurde, durch die Standardabweichungen ihrer Kennwerteverteilung, das nennen wir den Standardfehler von B. Wenn ich das durcheinander teile, ergibt sich ein T-Wert, nicht ungefähr, Entschuldigung, ergibt sich etwas T-Verteiltes mit n-2 Freiheitsgraden. Und den Standardfehler, den kann ich auch wieder ausrechnen. Der hat damit zu tun, wie viel Abweichung ist insgesamt in meinem Modell drin und wie viel Streuung hatte ich in meinem Regressor. Leiten wir jetzt auch nicht her, sei Ihnen hier nur gesagt, wie man diesen Standardfehler für B auch analytisch lösen kann, wenn alle Annahmen richtig sind und Ordinary Least Squares entsprechend verwendet werden kann, dann lässt sich auch für diesen Standardfehler lösen. In der Praxis ist es so, das werden Sie dann auch immer noch mal sehen. Sie haben immer eine Spalte in im Statistik-Output, wo die ganzen Bs, also die ganzen Schätzer, sagen wir dann auch immer drinstehen. Und daneben, die Spalte danach immer gleich, hat immer die ganzen Standardfehler. Was man als Profi, wenn ich so sagen darf, oder wenn man das ein bisschen länger macht, was man dann anfängt zu machen, ist, man schaut eigentlich immer, wie verhalten sich diese zwei Spalten zueinander. Also wenn ich gucke dann für meine Variable, die mich interessiert, wie ist das B? Und wenn das B zum Beispiel 2 ist und ich sehe schon, der Standardfehler ist auch ungefähr 2, dann lässt mein Interesse dramatisch nach oder meine Enttäuschung steigt vielleicht auch, weil ich merke, ah, da ist kein Effekt, kein linearer Effekt, keine signifikante Steigung anzunehmen, weil das heißt dann 2 geteilt durch 2 ist ungefähr 1 und ich weiß aus Erfahrung, dass T-Werte rund um 1 nicht signifikant sind. Ja, T-Werte sind je nach Freiheitsgraden, aber irgendwo so ab 2 wird es interessant. Ja, und deshalb kann man es oft auch so sagen, der Standardfehler, wenn der so halb so groß ist wie B, dann wird es interessant. Ja. Das macht man so in der Praxis. Die Statistikprogramme geben Ihnen natürlich einfach P-Werte zurück, aber nochmal, diese P-Werte sagen also, okay, wenn es auf Populationsebene keinen Effekt gibt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du so eine oder eine extremere Steigung in deiner Stichprobe beobachtet hast? Das sehen wir hier vielleicht nochmal abschließend für dieses Video. Die Idee auf Populationsebene besteht jetzt hier ein Zusammenhang. Ja, also stellen wir uns vor, das ist irgendeine Population, die natürlich so nie ganz erfasst werden könnte, aber das hier ist eine Simulation. Dort gibt es einen linearen Zusammenhang. Das kann man entweder als Rho, als Korrelation ausdrücken von Punkt 4, 5 oder auch als Beta von 1. Also die Steigung hier beträgt 1. Das heißt, für jede Unit, die die x-Variable in der Population mehr zunimmt, das ist vielleicht die Flügellänge von irgendeiner seltsamen Schmetterlingsart auf Madagaskar, für jede Einheit Länge, die Flügel länger ist auch irgendwie der gesamte Falter vielleicht länger oder sowas. Ja? Also Bezug zwischen gesamter Körpergröße und Flügellänge in irgendwelchen madagaskarischen Faltern. Aber sie sind eben nicht in der Lage, die komplette Population zu messen. Das ist jetzt aber hier mal einfach so simuliert sozusagen. Stellen wir uns vor, so wäre das da in Madagaskar, wenn wir alle messen könnten. Daraus ziehen wir jetzt Stichproben und mit 30 Faltern. Und das kommt eben mal so raus. Da kommt ein B raus. Wir können jetzt Gott spielen. Wir wissen, aha, das wahre Beta ist 1. Dann wissen wir natürlich, ah, gar nicht so schlecht. Jemand anders sampelt aber 30 andere Individuen und bekommt eben ein leicht anderes B. Und das war das, was ich so gekritzelt in dem iPad, auf dem iPad heute Morgen in der Session Ihnen zeigen wollte, für die, die dabei waren, dass sich also, wenn wir dieses Spiel nicht zweimal, sondern 5000 Mal machen würden, natürlich 5000 leicht verschiedene Bs ergeben würden. Und die verteilen sich aber hoffentlich rund um diesen wahren Wert mit einer Streuung. Und wir sehen, diese Schätzung hat keinen Bias. Sehen Sie das, wie der Mittelwert von dieser blauen Verteilung genau dem wahren B von 1 entspricht? Das ist sehr, sehr schön. Also nicht ganz, es ist numerisch noch nicht ganz dort. Der Mittelwert aller meiner Bs, die ich simuliert hatte, ist Punkt 998. Während das wahre 1 ist. Das ist der Bias, den wir haben. 1 minus Punkt 998, aber wir würden sagen, verschwindend gering, funktioniert bei dieser Stichprobengröße. Und wenn man das dann 5000 Mal macht, kann man zeigen, dass es funktioniert. Und der Standardfehler von B ist also diese Standardabweichung von dieser
Kennwerteverteilung, von dieser B-Verteilung hier. Ja? Das ist der sogenannte Standardfehler. Ja? Und Sie können jetzt für jeden dieser zwei noch einen P-Wert ausrechnen. Das können Sie zu Hause machen, dass Sie sagen, was war eigentlich der T-Wert für diese Bs? Stellen Sie sich vor, das war Ihre Bachelorarbeit, das war die Bachelorarbeit von Ihrer Freundin. Mit den Informationen hier drauf können Sie einen T-Wert und einen P-Wert ausrechnen. So, jetzt haben wir genau eine Stunde gearbeitet, oder ich habe für Sie eine Stunde erzählt. Und wenn Sie diese Stunde geschaut haben oder durchgeklickt haben, sollten Sie mit der einfachen linearen Regression wieder auf dem neuesten Stand sein. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein kleines Extra-Video zur Regressionsdiagnostik machen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.